Hey ho Leute und willkommen zurück zur Zugabe des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 3. Wir werden uns in den nächsten kommenden Folgen, ja, Episoden, die beiden DLCs anschauen und uns durch sie kämpfen. Ich stehe jetzt hier aktuell vor der Kapelle der Läuterung. Das ist quasi die Kapelle vor der Kathedrale des Untergrunds, denn dort drin, am Leuchtfeuer da hinten, wartet Gale. Der gibt uns das Ticket in DLC Nummer 1, Ashes of Ariandel. Und deswegen sprechen wir mit dem jungen Mann doch einfach gleich mal. Der ist hier gleich rechts neben dem Altar und fängt sofort an zu quasseln, wenn wir uns ihm nähern. Merciful Goddess, Mother of the Forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Nun, sehr merkwürdiges Zeug, was der Mann da von sich gibt. Ein paar Worte vorab noch, bevor wir jetzt den Dialog mit ihm suchen. Auch wenn man den ersten DLC hier schon relativ früh, also im Early-Mid-Game des Spiels, betreten kann, rate ich inständig davon ab, das in diesem Fall zu tun, sondern die DLCs erst dann anzugehen, wenn ihr also wirklich kurz vorm Ziel seid, kurz vorm Beenden des Spiels. Ihr solltet mindestens Stufe 80 sein, besser noch Stufe 90. Eure Primärwaffen sollten auch auf Level 9, bestenfalls Level 10 sein. Und ihr solltet durchaus mindestens eine Waffe dabei haben, die Feuermagie enthält. Weil viele Gegner in Ashes of Ariandel sind feueranfällig. Zu meinem Charakter hier, ich habe einen sogenannten Quality Build. Moment, wo ist er? Da. Also im Grunde gleichermaßen auf Stärke wie auf Geschicklichkeit geskillt. Mit etwas leichtem Gewicht auf Stärke, weil mir liegen Stärkewaffen einfach ein bisschen eher als Geschicklichkeitswaffen. Ich bin jetzt hier Stufe 99, dürfte also gut gewappnet sein für die beiden DLCs. Ich habe zum einen eben hier ein Level 10 Feuerschwert, außerdem ein Level 10 Eisschwert und eine Level 10 Blitzaxt. Und außerdem trage ich auch noch das schöne Ding hier, wo ist es? Da. Das Großschwert des Wolfsritters, das ja ein Großschwert ist und das auf absoluten physischen Schadensoutput getrimmt ist. Das ist meine Ausrüstung für Ashes of Ariandel. Und wir sind gewappnet, dann reden wir mal mit Gale hier. Wait, you've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. Oh. Oh. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Gale hier, der uns quasi beauftragt, in die gemalte Welt von Ariandel zu marschieren, ist die lore-technisch die tragende Figur in dem DLC und auch im folgenden DLC The Ringed City. Wir werden also von diesem rot bekappten Typen hier, von Gale, noch eine Menge hören. Also nehmen wir an, ab in den DLC. Thank you. Day of Ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it.
ashes were too. So, hier angekommen stehen wir in dieser düsteren Höhle. Wissen noch nicht, was uns erwartet. Aber direkt hinter uns haben wir zum einen, hier gleich auf der rechten Seite, ein Item, eisblaue Moosklumpen, und hier eine ja etwas bemitleidenswerte Gestalt, die uns gleich angehaucht hat und mit der wir sogar reden können. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. A sweetly rotting. Eine schöne Heimat, die wir uns hier suchen können, ich wage es zu bezweifeln. Denn wenn Ariandel eines ist, dann ist es zapfig und eisig und saukalt. Bäh! Auf jeden Fall, hier wartet unser erstes Leuchtfeuer. Und das erste, ja, Teilgebiet dieser gemalten Welt ist etwas weitläufig. Man kann hier, dadurch, dass es auch sehr neblig und verschneit ist, sich ein bisschen schnell verlaufen. Wir werden eine bestimmte Taktik haben, um uns hier durchzukämpfen, und zwar die berühmten Right Wall Strats. Das heißt, wir laufen hier an der rechten Felswand entlang, und hier auf diesem Hügel bekommen wir es gleich mit unserem ersten neuen Gegnertyp zu tun, nämlich, ja, menschliche Hollows, die allerdings ziemlich aufgerüstet haben. Sie haben zum einen eine ganz ordentliche Rüstung, sie haben zum anderen fette Speere und nicht zuletzt auch Flammenwerfer dabei. Das Wichtigste ist, sie zu trennen und möglichst zu umkreisen, denn insbesondere diese Schildtypen, die stellen sich hin und verstecken sich hinter ihrem Schild und kommen da nicht mehr raus. Deswegen umkreisen, wenn ihr nämlich gegen das Schild brettert, werdet ihr auf Granit beißen. Dasselbe gilt für diese Flammentypen hier, die ihre Fackel verwenden, um ein bisschen Feuer zu spucken. Einfach umkreisen, von hinten erstechen, fertig. Auch hier die Unaufmerksamkeit einfach nutzen, sich von hinten anschleichen, Backstab, Schluss mit lustig. Und hier wieder haben wir es mit zwei Leuten zu tun, deswegen am besten trennen, ein bisschen zurückweichen, umkreisen. Ihr seht, wenn man gegen das Schild brettert, bestrafen die das sofort. Die haben nämlich echt viel Poise. Durchbrechen ist da eigentlich nur mit richtig fetten Großwaffen. So, zu guter Letzt noch dieser Bursche hier. Whoop. Das war der Baum, Dummy. Voila. So, hier seht ihr jetzt ein Item auf dieser Schneefläche. Das holen wir noch nicht, denn hier hat sich From Software eine kleine Überraschung einfallen lassen. Wir werden jetzt parallel auf dem Rasen bleiben und uns hier auf die andere Seite zur Left Wall Strat begeben und nämlich den linken Felsen entlang mal folgen, um zu gucken, was wir hier noch finden. Hier tummeln sich nämlich noch bisweilen der ein oder andere Hollow herum. Die ohne Schild sind weitgehend ungefährlich. Man darf sich nur nicht von ihrem mächtigen Wurf erwischen lassen. Da ist schon der nächste Bursche, ein Feuerspucker. Woher die ihr Benzin oder was auch immer haben die ganze Zeit, man weiß es nicht. Jedenfalls lernen wir jetzt hier gleich den nächsten Gegnertyp kennen, den nächsten neuen Gegnertyp, etwas richtig Widerliches, nämlich diese Riesenfliegen, die dasselbe beherrschen wie die Wurmviecher in der Kathedrale des Abgrunds. Die können einen, ja, verwurmen und ja mit diesem Wurmbefall
bestrafen, der einen bluten lässt und der sich nur mit Fackeln beheben lässt. Also immer im Kopf behalten, die Fackel griffbereit, falls ihr von diesen Fliegen angegriffen und getroffen werdet. Aber aushalten tun sie nix. Ein giftiger Edelstein, um eure Waffe, wenn ihr es wollt, zu vergiften. So, nun haben wir den Kreis nahezu geschlossen. Hier vorne ist, nicht erschrecken, das ist nur Kulisse hier. Ein Baum, der aussieht, als ob er lebt, weil es aussieht wie eine Frau mit langen Haaren und fiesen Armen. Gruselig, ich habe da auch erstmal draufgeschlagen, weil man darf hier niemandem trauen. So, da ist unser Leuchtfeuer und jetzt gehen wir einfach noch kurz in die Mitte, denn hier wartet auch noch das ein oder andere Item. Die große Seele eines unbekannten Reisenden, netter Seelencontainer, immer gern gesehen. Das Ding da oben, das holen wir uns etwas später, da kommen wir von dieser Seite aus nicht hin, da müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Aber jetzt haben wir diesen Teil, da ist schon wieder einer von diesen lebendigen Bäumen hier, haben wir erledigt und holen uns jetzt das Item, von dem ich vorhin abgeraten habe, und zwar jetzt. Das war die Überraschung, von der ich gesprochen habe. Das ist so ein Schneebett gewesen, das zusammenbricht. Und jetzt ist der Rückweg unmöglich. Wir kommen nicht mehr zurück. Aber immerhin bleibt uns noch das Item hier. Weitere eisblaue Moosklumpen. Und hier liegen, da sieht man hinten schon am Baum, da sieht man ein Item. Da vorne in der Mitte liegt auch nochmal irgendwo eins. Das werden wir allerdings jetzt erstmal liegen lassen. Denn dieser ganze Wald ist randvoll mit Wölfen, die man jetzt noch nicht sieht. Die allerdings von dem Leittier gerufen werden, so wie uns das Leittier entdeckt. Das Ziel ist es jetzt, das Leittier zuallererst sofort zu erwischen, bevor das Alarm schlagen kann, indem es heult und plötzlich der gesamte Wald randvoll ist mit Wölfen. Und der Leitwolf, den seht ihr gleich hier, ums Eck. Da steht er schon, wartet schon und hat uns Gott sei Dank noch nicht gewittert. So wie ihr das Vieh seht, nehmt die Beine in die Hand, rennt drauf zu und gebt dem Wolf alles, was ihr habt, bevor er auch nur einen Ton von sich gibt. Ihr habt hier wirklich nur Millisekunden Zeit zu reagieren. Ansonsten kommen jetzt hier an dieser Stelle ungefähr 5 bis 8 Wölfe angerannt und die umzingeln einen, die bespringen einen von allen Seiten. Also ihr wisst ja, alles was hundmäßig in Dark Souls ist, ist der absolute Tod. Deswegen gebt Gas und haut das Vieh um, bevor es auch nur einen Ton von sich gibt. So, nun geht es jetzt hier rechts nach oben und jetzt wird's lustig, denn man sieht es hier schon bei diesen Bäumen, deren Haare wedeln. Da scheint irgendwas nicht im Argen zu sein. Haut drauf und seht, dass es tatsächlich Gegner sind. Allerdings typisch für Holz sind sie sehr feueranfällig und können dem kaum was entgegenwirken. Sie werden sehr stark gestaggert, wenn ihr mit Feuerwaffen draufschlagt. Es geht aber auch mit normalem physischen Schaden. Haut sie kaputt und lasst euch nicht von ihnen greifen. Denn wenn sie das tun, dann heben sie einen in die Luft, hauchen einen zu, verteilen Frostschaden. Alles nicht sehr angenehm. Wunderbar. Hier oben gibt es ein kleines Picknick von ein paar Hollows. Das sind 2 Speertypen, ein Schildtyp und ich glaube noch so ein Feuertyp. Und die stehen auf, so wie wir hier dieses Item einsammeln. Und jetzt solltet ihr wieder die typische Taktik wählen, auseinanderziehen. Wenn ihr seht, die Speere, wenn die mal treffen, dann tut's Aua. Iframes bei Backsteps, immer eine gut gesehene Taktik, wenn man es mit mehreren Gegnern zu tun hat. Au. Was die für eine Wucht hinter ihren Würfen haben. Beeindruckend, hey. Und ganz schön geübt. Aber wenn ihr sehr agil seid, sehr mobil seid, dann können sie euch und eurer Feuerwaffe nichts entgegensetzen. So, hier oben finden wir jetzt das Item, das wir vorhin von unten gesehen, aber nicht erreicht haben. Und so wäre jetzt auch die Chance, wieder zum Leuchtfeuer zurückzukehren, denn hier sind wir oberhalb dieses Schneebetts, das eingestürzt ist. Aber wir sind noch ganz gut dabei. Wir haben noch 14 Flakons. Da machen wir doch weiter.
Hier ist Ende Gelände. Die Welt hört hier auf. Da braucht ihr also nicht schauen, ob es hier irgendwo weitergeht. Hier an der Klippe ist Ende Gelände. Und hier oben sehen wir schon ein majestätisches Tier. Das ist der Oberchef der Wölfe. Wie er da oben steht und einen auf Sif macht. Sif, der Artorias-Wolf aus Dark Souls 1. Es ist ein bisschen beängstigend, wie er da oben steht. Denn man kann sich sicher sein, der wird da nicht oben bleiben. Und hier einen auf Simba machen. Denn er hat uns schon entdeckt. Und kommt jetzt runter. Vorsicht vor ihm. Der Typ ist mobiler und agiler und schneller, als ihr glauben magt. Zieht euch ein kleines bisschen zurück. Und lasst ihn kommen. Denn links hinten an den Felsen warten ein paar kleine Wölfe. Und wenn ihr die auch noch mit in den Kampf hineinzieht, dann wird's gefährlich. Er beißt sehr gerne, springt rum und macht diese Wirbelattacke, die er am besten wegblockt oder wegrollt. Und dann am besten von der Seite oder von hinten ordentlich draufhaut. Nutzt die Zeit nach so einer Wirbelattacke zum Aufheilen. Ihr seht, er hat ganz schön viele Leben. Das Gute ist, ihr müsst ihn nur zur Hälfte runterbekommen. Dann haut er nämlich ab und verschwindet. Dass er nicht tot ist, merkt man daran, dass wir keine Seelen für ihn bekommen. Das heißt, wir werden wohl früher oder später nochmal gegen ihn kämpfen dürfen. Aber glücklicherweise müssen wir ihn tatsächlich nur zur Hälfte runterhauen und dann ist er weg. Und wir haben erstmal Ruhe. Und jetzt Zeit im Grunde, alle anderen Gegenstände, die hier so rumliegen, einzusammeln. Deswegen, na, hat uns schon einer gesehen? Ja, da ist er ja. Na, komm her. Nicht knurren, komm her. Na, Fifi, ich weiß, du bist nicht allein, ich höre schon links einen weiteren. Aber auch die Fifis hier sind recht feueranfällig. Ihr solltet nur aufpassen, nicht von ihnen sich einkreisen zu lassen, was sie sehr gerne tun. Immer hinterm Schild Deckung suchen, ihre Sprünge abwarten und dann könnt ihr ihnen den Rest geben. Hier haben wir noch ein paar weitere. Und stellt euch vor, wir hätten das Leittier nicht früh genug erledigt, dann hätten wir sie alle gleichzeitig am Hintern gehabt. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich kein Spaß. Na? Genau. Beispiel, wie es jetzt läuft, wenn ihr eines dieser Leittiere nicht erledigt, rechtzeitig. Dann Rückzug. Freie Fläche suchen und aufheilen und jetzt mit Geduld und Spucke einen Wolf nach dem anderen. Das ist ein weiteres Leittier, das sieht man daran, dass er ein bisschen größer ist. Jungs, ihr habt mich nicht gesehen, oder? Haha, schön, aber wir machen euch trotzdem platt, ich will nämlich meine Ruhe haben vor euch. Ihr seid aber keine guten Jäger. Ich laufe 5 Meter hinter euch und ihr wittert mich nicht. Komm her. Komm her. Was mit euch beiden? Okay. Gut. Rennen wir zum abgebrochenen Schneebett nach oben und nehmen die Left Wall Strats, um zu schauen, ob wir da noch irgendwas verpasst haben. Aber ich glaube nicht. Das Einzige, was ich euch hier zeigen möchte, ist, hier sind weitere von diesen Bäumen, die diesmal auch ihre Flammenspitzen losschießen können, um euch ganz schön das Leben zur Hölle zu machen. Weil diese Dinger, ihr seht's, die kommen jetzt langsam auf uns zugeflogen, aber sie homen ein kleines bisschen. Das heißt, sie verfolgen euch. Und die tun ganz schön weh, wenn sie treffen. Wunderbar. Da oben haben wir nochmal 2. Und ein Wolf. Den ziehen wir mal zu uns zurück. 2 Wölfe. Weil zusammen mit den Bäumen ist das etwas zu gefährlich.
Na kommt schon, ihr Wölfchen. Na, machen wir uns wenigstens mal einen Baum Kleinholz und gucken, ob einer der Wölfe ankommt. Immer noch nicht. Ja, die wissen schon, dass sie beschützt werden. Na denn, machen wir es halt so. Aufheilen. Ihr seid heute ein bisschen devot, ne? Meinetwegen. Der Weg nach hier unten, den lasst ihr bitte einfach mal links liegen. Wir werden später von der anderen Seite, von unten, hochkommen. Vorher werden wir noch ein Teilgebiet abgrasen, das extrem gefährlich ist, aber wo auch wahnsinnig viele tolle Gegenstände warten. Das allerdings komplett optional ist. Aber wir werden hier alles abgrasen. Gut. Der letzte Baum ist Kleinholz. Nun können wir uns weiter links an den Felsen entlang zu dem Gebiet kämpfen, das ich jetzt gerade erwähnt habe. Noch mehr Wölfe? Jawohl. Du bist jetzt ein bisschen aggressiver, ne? Hilft dir auch nichts. So, hier oben wartet ein Gegner mit Pfeil und Bogen. Wo steht er denn? Den wir von hier unten, da steht er, mit einem Wölfchen, nicht erreichen, es sei denn, ihr habt Fernkampfzauber oder benutzt Pfeil und Bogen. Aber um den Typen kümmern wir uns ohnehin noch früh genug. Von hier erreichen wir ihn jetzt erstmal nicht. Wir laufen jetzt erstmal unter dem Pride Rock, wo der Riesenwolf stand, vorbei. Und kommen in ein Wikingerdorf. Mehr oder weniger. Zumindest also eine Wikingerdorf-Ruine. Und hier haben wir es mit diesen Typen zu tun. Das sind zwei Mann große Riesenbrocken, die echt fies draufhauen. Das sind absolute Badasses. Habt absoluten Respekt vor ihnen. Denn wenn die draufhauen und treffen, dann macht es ordentlich Aua. Hier müsst ihr sehr mobil sein, sehr agil und Ausdauer beachten. Aber auch sie sind anfällig gegenüber Backstabs. Ist nur, wenn sie sich hinter ihrem Schild verstecken, dann nutzt die Zeit, um wieder Ausdauer zu regenerieren, sie zu umkreisen, ihnen ein paar Hiebe mitzugeben und dann wieder abzuhauen. Denn ihr seht, ouch, ihre Reichweite ist enorm. Nicht zu unterschätzen. Und das war nicht der einzige hier. Könnt ihr mir glauben. Jetzt ist das Problem. Hier oben im Turm, und zwar direkt hier über meinem Helm, ist ein Fenster. Und hier oben ist noch ein Fenster. Und an beiden stehen Riesenwikinger mit Pfeil und Bogen. Das sind keine normalen Pfeile, die die schießen, sondern die explodieren, kurz nachdem sie aufgeschlagen sind im Boden. Deswegen, die werden uns gleich sehen. Und deswegen werden wir uns hier durch diese Mauern bewegen, damit wir auf jeden Fall geschützt sind. Aber hier dürfen wir auch nicht unsere Deckung fallen lassen, denn hier warten nämlich auch diese blöden Bäume. Und natürlich weitere von diesen Wikingern, sogar in Begleitung mit Hunden. Und jetzt hört ihr mal, jetzt haben sie uns gesehen und beschießen uns schon fleißig. Ganz nette Burschen. Also sowohl der Aufschlag selber als auch die Explosion können ordentlich Schaden verursachen. Seid also vorsichtig und bleibt bitte außerhalb des Blickes dieses patrouillierenden Typen mit seinem Wolf, denn wir werden uns diesen beiden schon annehmen und vor allen Dingen, sie sind nicht allein, da gibt es noch mehr. Wir werden uns jetzt erstmal um diese Bogenschützen kümmern, damit wir überhaupt Ruhe haben. In diesem Turm.
Hier unten liegt eine große Seele. Und hier wartet schon der erste von diesen Scherzkeksen. Vielleicht können wir einen Backstab landen, wenn wir uns nah genug heranschleichen. Nein, können wir nicht. Gut, dann gehen wir nochmal runter. Und kämpfen da, wo Platz ist. Komm her. Ihr seht, man braucht wirklich Platz, um gegen diese Typen zu kämpfen. Und hier ist keiner. Also es wird hier umso anspruchsvoller, weil sie echt schlecht gelaunt sind und einem kaum Zeit lassen, irgendwas zu tun. Vor allen Dingen nicht die Ausdauer regenerieren. Keinesfalls gierig werden, wenn ihr zwei Treffer gelandet habt, seid nicht sicher, dass der dritte dann auch sitzt. Und es ist keine Schande, wenn man an diesen Typen die ersten paar Male scheitert. Wie gesagt, die hauen zu wie ein Truck und lassen einem keine Luft zum Atmen. Also, wie gesagt, keine Schande. Hier ist Treppe kaputt, aber direkt daneben ist eine Leiter, an der wir hochklettern können. Und da hören wir schon den nächsten von diesen Bogenschützen. Schwer atmen, ist aber auch recht kalt hier. Man möchte ihm fast ein Hustenbonbon geben. Und hier steht er. Und wenn wir Glück haben, können wir ihn backstabben, einen Stoß geben und ihn aus dem dritten Stock fallen lassen. Dann wäre er instant tot und wir müssen ihn nicht bekämpfen. Das wäre glücklich. Das sieht gut aus. Bye. Tschüss. Der Sturz bringt ihn normalerweise immer um. Jawohl. Geschafft. Perfekt. Wir sind aber noch nicht oben. Wir haben jetzt wenigstens den Turm geräumt und können jetzt noch mal ein paar richtig coole Items abstauben. Da drüben liegt eins, da kommen wir jetzt aber so nicht hin. Ah, aber das kriegen wir schon noch, keine Sorge. Hier draußen geht es weiter. Stockwerk 4 und 5. Zum einen finden wir hier rechts nochmal einen Seelencontainer und auf diesem dünnen Balken. From Software hat es ja mit dünnen Balken, an denen wir uns entlang balancieren dürfen. Asche des Hauptmanns, das geben wir der Schreinmaid im Feuerbandschrein für mehr Items. Yay! Dann wieder zurück und dann können wir uns hier runterfallen lassen. Bisschen Fall Damage in Anspruch nehmen. Dieses Item einsammeln, Mühlenfrost-Streitaxt, das ist die Großaxt, die diese Typen hier verwenden. Und hier können wir dann noch weiter die Treppe runter. Normalerweise wartet hier ein Crystal Lizard, der hat uns allerdings, glaube ich, beim Hochklettern gesehen. Ihr könnt hier ein Safe and Quit machen, dann ist er wieder da, an dieser Treppe steht er. Und dann könnt ihr Jagd auf den Crystal Lizard machen für ein bisschen Titanit. Ah, da ist er, hier ist er. Hab schon gedacht, ich hätte ihn verpasst. Na, 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 na. Du bleibst hier, du bleibst hier. Wir nehmen alles mit. Funkel Titanit, 1. Naja. Es gab schon bessere Ausbeuten, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Und zu guter Letzt liegt hier noch der ätherische Eichenschild. Das ist das Großschild, es ist ein normales Schild, das diese Wikinger hier verwenden. Den Turm haben wir abgegrast. Jetzt geht's wieder nach unten. Und um den Turm herum, denn hier liegt auch noch ein Item versteckt. Gesegneter Edelstein, falls ihr eure Waffe ja gesegnet durchwirken wollt. So, nun ihr Burschen. Ah, das hat der Wikinger fallen lassen. Jetzt ziehen wir den
ihn oder den Wolf einfach mal hier hinein. Je nachdem, wer will. Denn mit beiden wollt ihr nicht kämpfen gleichzeitig. Das macht keinen Spaß. Aber was immer Spaß macht, sind Drop-Attacks. Ja, ja, ja. Ist okay. Der hat einen fiesen Großhammer. Aber auch der rettet ihn nicht. Eine ganz schöne Range mit seinem Teil hier. Aber ist auch langsam, lässt sich leicht umkreisen. Und jetzt kommt sein Fifi dran. Wo bist du? Überrasch mich nicht von irgendeiner Art da. Komm her. Vorbei. Zack. So, nun haben wir es hier noch mit einem weiteren Wikinger zu tun, da unten. Den müssen wir nicht unbedingt angreifen. Denn wir können ihn auch ganz leicht umgehen. Um noch das letzte Item hier unten abzugrasen. Zumindest bin ich mir relativ sicher, dass wir nicht gegen ihn kämpfen müssen. Und hier an der Klippe, da vorne. Na, du willst nichts von uns, oder? Gut. Heimatknochen 6 Stück, das ist es wirklich nicht wert. Dieser Struggle. Ach komm, was willst du denn jetzt noch? Oh, die Verzögerung habe ich nicht kommen sehen. Nicht schlecht, junger Mann. Aber ihr seht, die Taktik ist nicht sonderlich schwer. Der Gag ist nur, wirklich sich nicht treffen zu lassen. Voilà. Das Wikingerdorf ist geräumt. Wir können weiter voranschreiten. Und zwar hier oben geht es weiter. Hier war doch, glaube ich, noch irgendwo einer von diesen Bäumen. Wenn, dann fällen wir sie alle. Genau. Das ist jetzt der Weg zu diesem Bogenschützen mit seinem Wölfchen, den wir vorhin buchstäblich links liegen lassen haben. Aber er bewacht auch noch etwas und das nehmen wir natürlich mit. Jetzt müssen wir irgendwie die Aufmerksamkeit der Wölfe auf uns ziehen. Und am besten erledigen, bevor das Herrchen uns auch noch das Leben schwer macht. Und die Bäume hier, um Gottes Willen. Au! Na, lustig ist ja, dass die Bäume sogar laufen können. Voilà! Noch einer. Und dann... Wir kümmern uns um alle, damit wir nachher Ruhe haben, um den Wikinger zu erledigen. Gut. Also ihr seht, man darf in Ashes of Ariandel nicht ungeduldig oder zu forsch voranschreiten, sondern muss sich wirklich jeden Meter hart erkämpfen, gerade in diesem Anfangsgebiet, das sehr weitläufig ist, wo überall irgendwelche Wölfe einen anspringen, wo überall diese Bäume stehen und man denkt, man hat sie alle erwischt und dann ist doch noch irgendwo einer. Also wenn Ashes of Ariandel eines ist, dann einfach...
Ihr solltet zu einer Aggressionstherapie, Jungs, wirklich. Wow! Du wirst mich doch jetzt nicht noch hier, kurz vorm Ende. Dachte ich mir doch. Ein schwerer Edelstein. Das ist bei denen so ein relativer Common Drop. Das lassen die relativ häufig fallen. Also wenn man ein paar Mal gegen diese Typen gekämpft hat und gescheitert ist und sie immer und immer wieder umhaut, dann hat man in der Regel ganz schön viele von diesen Raw Stones im Inventar. Au. Ist gut. Komm jetzt. Oh, du wolltest einen Double Kill, ne? Nicht mit mir. Gut, alles abgegrast. Nun werden wir ein kleines Wiedersehen feiern. Wiedersehen, auf das ich eigentlich verzichten kann, ehrlich gesagt. Aber wenn wir uns jetzt hier auf diesen Turm zubewegen und dann links abbiegen, wird Klein Wolfi zurückkehren. Und diesmal mal wieder in Begleitung von einem Haufen Gekröse. Da ist er. Ich rate euch, lasst ihn einfach links liegen. Es ist nichts gewonnen, wenn ihr gegen ihn kämpft. Wir können jetzt hier auf dieses Schneebett fallen, abstürzen und haben diesen Kampf quasi einfach mal ignoriert. Wie gesagt, es gibt hier nichts zu gewinnen, denn wir werden ihn auf jeden Fall nochmal bekämpfen. Das ist gewiss. Nun könnt ihr euch hier von Plattform zu Plattform nach unten bewegen. Hier liegt noch ein Seelencontainer. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten voranzuschreiten. Zum einen hier rechts und zum anderen links. Wir gehen jetzt erstmal nach links, den Berg hoch und bekommen es nochmal mit ein paar von diesen Bäumen zu tun, die hier nur darauf warten. Ah, der ist schon tot, okay. Aber der sicher nicht. Doch. Aber der sicher nicht, denn der bewacht dieses Item. Zwei schwarze Feuerbomben. Du warst eine Ablenkung. Kannst du haben. Na, 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 na. So, und hier oben sind wir jetzt da, wo ich vorhin meinte, da müssen wir jetzt noch nicht runter. Wir kommen von der... Uch, erschreckt mich nicht. Von der anderen Seite. Hier haben wir vorhin die Wölfe und die Bäume bekämpft. Und nun haben wir es nur noch hier mit diesem einen Baum zu tun. Ja, ja. Und hier wird es nochmal ein kleines bisschen eklig. Überall so eklige Pflanzen und Eier. Und ein paar von diesen widerlichen Fliegen. Bäh. Ekelhaft. Bewacht haben sie die gefrorene Waffe. Damit kann man kurzzeitig seine Waffe mit Eismagie buffen. Sehr, sehr, sehr cool. Ein sehr super Zauber. So nun. Hier vorne öffnet sich eine richtig schöne Kulisse. Erinnert ein kleines bisschen an die gemalte Welt von... wie hieß es? Ariandel? Nein, so heißt diese. Aus dem ersten Teil. Ariamis, genau, die gemalte Welt von Ariamis. Es ist auch eine kleine Referenz dazu. Aber bevor wir über die Brücke gehen, haben wir hier... Gott bewahre ein Leuchtfeuer. Juhu! Super Sache. Da setzen wir uns nieder, regenerieren unsere Heiltränke und können weitergehen. Ganz lustig, jeder Mensch rennt sofort über diese Brücke, aber hier gibt es auch noch eine Leiter. Aber das werden wir später machen. Wir gehen jetzt tatsächlich erstmal über diese Brücke. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben, denn die ist sehr leicht zu übersehen. Und auch wenn das ein bisschen wackelig und windig und überhaupt nicht vertrauenserweckend aussieht, kann man hier bedenkenlos rüberlaufen.
um zu dieser Kapelle. Nein, das ist schon eher eine Kirche. Diese Typen hier, die sind nicht gefährlich, aber man kann sie für ein paar billige Seelen umhauen. Und hier wartet einer in der Eiseskälte. Mal sehen, was er zu sagen hat. Well, well. Your Lady Yuria's Lord of Hollows. No bell tolls. And yet, you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now, go on inside, show respect, and listen carefully. Werden wir tun, aber erstmal sammeln wir dieses Item hier ein. Hohler Edelstein für hohle Durchwirkung. Und ja, dann werden wir mal Lady Frieda unsere Aufwartung machen. Mit höchstem Respekt, natürlich. Er hat uns ja gewarnt. Hübsch hier, kleines bisschen wärmer. Und hier wartet schon das nächste Leuchtfeuer. Und übrigens auch hier eine Leiter. Wir klettern hier mal hoch, auch wenn es noch nichts da oben wirklich zu erkunden gibt. Möchte ich es euch trotzdem mal zeigen. Denn wir werden hier später nochmal zurückkehren. Denn hier werden wir einen Teil der Geschichte dieses DLCs und auch des zweiten DLCs erzählt bekommen. Denn hier scheint ein Gemälde zu warten auf den Maler oder die Malerin, dass es vollendet. Wir sind hier ja in der gemalten Welt von Ariandel. Aber nun zollen wir erstmal Schwester Friede unseren Respekt und sprechen mit ihr. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Offenkundig will sie nicht, dass wir hier sind und empfiehlt uns, dass wir jetzt sofort diese gemalte Welt verlassen. Wir sprechen einfach nochmal mit ihr. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. A remembrance of this cold world for the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Der Frostbissring. Nützlicher Gegenstand, um gegen Frostresistenz, sich gegen Frost besser zu schützen. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world. And that alone is cause to rejoice. Na gut, wenn sie will, gehen wir halt einfach. Nein, das war ein Gag. Wir haben Geld für diesen DLC bezahlt. Wir werden ihn auch komplett erkunden. Ich werde jetzt allerdings ganz kurz in den Feuerbannschrein zurückkehren, ein bisschen aufleveln und dann machen wir gleich weiter hier. Zurück in der gemalten Welt von Ariandel werden wir uns weiter auf die Suche machen nach mehr Abenteuern, mehr Gefahren und Schwester Friede mal komplett ignorieren, ihr sogar widersprechen und wir kehren zu dieser Brücke zurück. Und falls ihr euch erinnert an die Kartus-Katakomben und diese Wackelbrücke vor dem Bossraum, wo wir Volnir bekämpft haben, wo diese riesen Armee von Skeletten auf uns zugekommen ist, das geht hier auch. Man kann diese Brücke tatsächlich zerstören. Zack! Es tut uns leid, in die Richtung, wer auch immer diese Brücke gebaut hat. Viel Spaß beim Neuerrichten. Aber wie schon in den Kartus-Katakomben, können wir auch hier die zerstörte Brücke nutzen, um ein geheimes Gebiet zu entdecken. Ja, es ist jetzt nämlich eine sehr praktische Leiter geworden, die uns zu einem Bereich von Ariandel schickt, der kaum zu ist, aber wunderschön. Und der Weg dahin ist, Entschuldigung für den Ausdruck,
scheiße gefährlich. Erinnert ein kleines bisschen an die große Leere in Dark Souls 1, wo wir auch einen riesengroßen Baum an seinen Ästen und Wurzeln entlang klettern mussten. Dieses Mal haben wir es allerdings mit Gegnern zu tun, wie diesen Burschen hier. Den wir am besten gleich wegparieren. Und zum Zweiten auch ja, sehr gefährliche, es ist halt rutschig hier und man kann sehr schnell abstürzen und wer hier runterfällt, der stirbt sofort. Außerdem werden wir von einem Bogenschützen behagt, der uns mit Explosionspfeilen beschießt. Dass dieser Crystal Lizard hier runterfällt, ist eigentlich ganz gut, denn wenn Crystal Lizards in Dark Souls 3 sterben, dann geben sie uns automatisch ihr Loot. Das heißt, rennt nicht hinterher und jagt ihn, sondern lasst ihn einfach in seinen Abgrund springen und dann ist die Sache erledigt. Dieser Bogenschütze steht hier unten auf diesem Baumstamm und beschießt uns, so wie er uns sieht. Das heißt, wenn ihr auf diesen Ästen und Wurzeln, aua, wenn ihr auf diesen Ästen und Wurzeln entlang lauft, bleibt immer in Bewegung, bleibt nie stehen, sonst werdet ihr spätestens von den Explosionen weggeschubst und in den Abgrund gejagt. Jetzt heilen wir auf und nehmen die Füße in die Hand und bewegen uns möglichst schnell von A nach B. Hier gibt es nichts zu übersehen, nichts zu verpassen. Bewegt euch so schnell wie es geht. Von Ast zu Ast. Nutzt die I-Frames. Und jetzt schnell auf diesen Typen zu. Spätestens hier können wir jetzt tatsächlich auf den Boden und da hinten zum rettenden Leuchtfeuer rennen. Das ist wirklich wichtig, das zu aktivieren, weil diesen Weg nochmal nach unten gehen wollt ihr nicht. Wir setzen uns hin, resetten die Welt. Perfekt. Nun gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Zum einen hier links zu diesen vereisten Riesenkrabben. Wir kennen sie schon vom Pfad der Opferungen. Sie sind nicht ungefährlicher geworden. Das werden wir später machen. Wir gehen erstmal nach rechts. Diesen wunderschönen Eissee entlang. Also das sieht wirklich ganz, ganz toll aus mit diesen Eisstalaktiten. Es ist wirklich zapfig hier. Man spürt es förmlich. Und hier auf diesem Blumenfeld wartet unser erster von zwei Bossen in dem ersten DLC Ashes of Ariandel. Das machen wir in der nächsten Episode. Ich winke feierlich zum Abschied, sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 3. Bye, bye!